Hinter der Information, so alles jetzt Fiesch, ihr als Gemeindepräsident von Fiesch, wie würdet ihr das hier jetzt zusammenfassen? Es hat ja euch kritische Worte zumindest an die Organisatoren gegeben, das sollte ich promoten vom Auftritt her. Was sagt ihr da dazu? Ja, das ist jetzt, hat man hin am Abend noch mal gesehen, das ist natürlich nicht einfach für den Staatsrat, da auf Deutsch die Emotionen überzubringen. Ich war schon zweimal am Anlass mit ihm, weil er das auf Französisch machen tut. Und das macht er wirklich hervorragend mit sehr vielen Emotionen. Und das ist hin am Abend vielleicht schon ein bisschen zu wenig überkommen. Und deshalb die Kritik, die kann man gelten. Aber die wichtige Botschaft, die er euch wollte vermitteln, was für die Region und so für Positive sind, das ist mindestens überkommen. Ihr selber als Gemeindepräsident von Fiesch, wenn die Olympischen Spiele kämen, für die Gemeinde wäre das eine riesen Sache, oder? Ja, das ist eine einmalige Chance, die wir hier in Fiesch bekommen, vor allem in der Sanierung mit dem Feriendorf. Das steht sowieso an, das ist 50-jährig. Und hier wäre jetzt wirklich eine riesige Chance, dass wir das kombinieren könnten. Und das wäre eine Win-Win-Situation für das Olympische Komitee, aber natürlich auch vor allem für die Gemeinde Fiesch, aber auch für die ganze Region hier im Goms. Wie seht ihr das aus, das Feriendorf, wenn die Olympischen Spiele tatsächlich kämen? Wie muss man sich das vorstellen? Also in der Zeit, der Vertrag läuft auch über die Gemeinde, nicht über das Feriendorf. Dann wird das ganze Olympische Dorf würde da in Besitz gehen von dem Olympischen Komitee. Und wir müssen die Infrastruktur so herrichten, dass 575 Bett da zur Verfügung stehen. Aber wir könnten nachher das mit sehr einfachen Mitteln das wieder so ergänzen, dass nachher euren Einschebedürfnissen wieder gerecht kommt. Wie viel würde das kosten? Weiss man das schon? Ihr habt ja da sicher schon ziemlich Abklärungen gemacht. Ja, wir haben das Olympische Komitee selber eine Studie in Auftrag gegeben. Budgetiert sind 20 Millionen vom Kanton, die hier würde zur Verfügung gestellt werden. Aber das kann man gut mit 16, 17 Millionen machen. Allgemein wird jeder es so warnen, auch hier am Goms. Das ist ja wirklich entscheidend, wenn die Olympischen Spiele kämen. Hier für das Goms würde sich viel ändern. Es gibt auch kritische Stimmen, vor allem der Waldemar Schön, der sehr kritische Äußerungen zu der Olympiakandidatur zu ermöglichen. Was sagen Sie da als Gemeindepräsident? Von wie ist als direkt Betroffenen? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was der Waldemar Schön da macht. Er ist wirklich ein hervorragender Kommunikator. Ich habe mir schon ein paar Mal gesagt, ich bewundere dich, wenn du kannst, gut die Sachen überbringen. Aber jetzt hier die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die hat er einfach nicht gesehen. Also das ist keine Konkurrenzierung von der Hotellerie, weil das Feriendorf, das ist angewiesen, dass wir irgendwie das können sanieren, mit welchen Mitteln auch immer. Und sonst geht das wirklich zugrunde. Und das sind mindestens 50 Arbeitsplätze, die da dran hängen. Und im Goms haben wir mit der Hotellerie sowieso ein Problem. Also das ist kein Grund, hier nicht in das Feriendorf zu investieren. Im 10. Juni die Abstimmung, was habt ihr das Gefühl? Wie wird das rauskommen? Kopf an Kopf rennen oder wird es ein Ja geben oder lehnt es das sogar ab? Also ich bin da wirklich sehr optimistisch und glaube, dass sich am Schluss das drehen tut, weil die Kästen kann man wirklich nicht ins Feld führen. Das sind jetzt wirklich sehr, sehr wenig Ausgaben, verteilt auf 10 Jahre. Die 60 Millionen, die der Kanton dann würde investieren, das kommt ein Mehrfaches zurück in den Kanton, in unsere Wirtschaft und vor allem aber auch in unsere Jugend. Darum bin ich überzeugt, dass am Schluss, vor allem im Goms, wird es ein deutliches Ja geben und im Gesamtwallis wird es auch ein Ja rauskommen.